So, und hier sind wir wieder. Es geht weiter mit den fünf Freunden. Teil 1 auf Schatzsuche. Der Busch. Hm? Sie können schreien, bis sie schwarz werden. Ich helfe ihnen bestimmt nicht. Aber die Polizei wird ihnen nachher gerne unter die Arme greifen. Jo, du musst erstmal die Polizei überhaupt rufen. So gehen wir erstmal zur Fenster. Ich würde jetzt ja gern die anderen holen. Aber bevor ich nicht auch den zweiten Typen gefunden habe, ist das zu riskant. Sonst taucht er jeden Moment wieder auf. Was soll ich bloß machen? Mensch, klar. Der muss ja noch in dem Verlies sein. Vielleicht sollte ich versuchen, den Eingang zu verrammeln. Stimmt, das könnten wir machen. Mit der Axt vielleicht? Mit dem Seil? Ah, vielleicht mit dem Regenschirm. Wie verrammeln wir den Eingang? Ein Schraubenzieher? Der meint ja den Eingang verrammeln. Aber wie? Hallo? Wow, das ist ganz schön gefährlich. Soll schließlich keinen Stein auf den Kopf kriegen. Das heißt, Digi, was machen wir da? Stellen uns hier hin. Und machen das Seil nochmal ans Efeu, ne? Nö. Ich dachte. Aber was dann? Ein Seil? Er könnte zwar vielleicht auch da raus, aber... Ich würde jetzt ja gern die anderen holen. Aber bevor ich nicht auch den zweiten Typen gefunden habe, ist das zu riskant. Sonst taucht er jeden Moment wieder auf. Was soll ich bloß machen? Mensch, klar. Der muss ja noch in dem Verlies sein. Vielleicht sollte ich versuchen, den Eingang zu verrammeln. Im Prinzip haben wir eigentlich den Eingang hiermit verrammelt, dass der hier nicht mehr durchkommt. Aber eigentlich müssen wir noch die Tür hier auch verrammeln. Aber okay, nun lass mal ein Funkgerät. Hey, Alf, bist du's? Ja, ich, Dick. Wie ich an ein Funkgerät komme? Das wirst du mir nie glauben. Ich soll's trotzdem erzählen? Ach, das würde viel zu lange dauern. Ruf einfach die Polizei und schick sie auf die Felseninsel. Sie sollen ein paar Handschellen mitbringen. Alles andere erfährst du später. Was? Ja, ja. Bis später. Okay, ich dachte, man muss die Tür verrammeln. Na, ihr seid mir ja eine Truppe. Die Jungs habt ihr fein schachmatt gesetzt. Ihr vier seid ein richtig starkes Team. Alle Achtung. Wieso vier? Ohne Timmy hätten wir das niemals geschafft. Das findet Timmy auch. Schlagt richtig zu, Kinder. Ihr habt es euch wirklich verdient. Oh, jetzt merke ich erstmal, was ich für einen Mordshunger habe. Und die beiden sind jetzt also verhaftet, ja?
Die kommen so schnell nicht mehr raus. Hausfriedensbruch, Nötigung, Freiheitsberaubung, versuchter schwerer Diebstahl. Apropos Diebstahl, wem gehört denn jetzt eigentlich das ganze Gold? Scheint so, als ob es uns zusteht. Die Insel gehört schließlich auch uns. Wenn wir es wirklich kriegen, machen wir ein großes Fest. Au ja, auf der Felseninsel, ja? Jetzt, wo der Professor verhaftet ist, würde ich am liebsten die ganzen Ferien dort verbringen. Super Idee eigentlich. Au ja, dürfen wir? Eigentlich habt ihr es euch ja verdient. Ihr wart so tapfer und keiner von euch hat die anderen im Stich gelassen. Ich werde nie die Gesichter dieser beiden Betrüger vergessen. Die waren vielleicht verdattert. Die konnten es gar nicht glauben, dass nur ihr es wart, von denen sie überlistet wurden. Was heißt denn hier nur wir? Mit den 5 Freunden sollte sich niemand anlegen. Wow. Ich dachte, ein Part müsste man eigentlich noch machen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es natürlich nicht gedacht, dass das Spiel so schnell doch zu Ende geht. Ne, Leute? Naja. Okay. Das war interessant gewesen, der erste Teil von 5 Freunde. Nicht schlecht. Aber ihr wisst ja gar nicht, was in den anderen Teilen passieren wird. Die sind ein bisschen besser gemacht, also mit der Steuerung bzw. mit der Maus. Muss man, glaube ich, ins extra gedrückt halten, um den Gegenstand irgendwo hinzubringen mit der Maus. Sondern einfach draufdrücken und dann kann man beliebige Stelle einfach nehmen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es genau ist, schon wieder ein paar Monate oder ein Jahr her, weil ich die anderen Teile gezockt habe. Als ich die erste Mal angezockt hatte, war ich 19 oder sowas gewesen. Und jetzt bin ich 26. Vor 2 Jahren oder so habe ich angefangen, das Spiel zu zocken. Aber sonst, jo. Okay. Das heißt jetzt, wir haben das Spiel zu Ende. Jo Leute, ich freue mich auf die nächsten Projekte. Natürlich 5 Freunde 2. Und so, das heißt somit, bis zum nächsten Let's Play. Euer Akumishi 21.